Staub aus den tiefen Ritzen eines Polstersofas mit einem kraftvollen Sog holen, die Computertastatur entstauben, das Auto auf Vordermann bringen oder gar den verschütteten Orangensaft schnell von der Tischdecke absaugen, für solche Aufgaben sind Handstaubsauger wie geschaffen. Sie sind sozusagen die schnelle Schmutzeingreiftruppe unter den Staubsaugern. Ob trockenen oder feuchten Unrat ist vielen Modellen egal. Mit ihrem integrierten Akku sind sie sehr flexibel am Einsatzort. Auf diese Weise runden sie das Arsenal an Reinigungsgeräten im Haushalt sinnvoll ab. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Black & Decker Dustbuster BHHV315B Handstaubsauger. Wer sich für den Black & Decker Dustbuster BHHV315B entscheidet, erhält einen Handstaubsauger mit einer Leistungsaufnahme von 18 Wattstunden. Die Ansaugkraft beläuft sich auf 20 R-Watt. Der Sauger arbeitet mit der Zyklon-Methode und benötigt keinen Staubbeutel. Er ist mit einem integrierten Auffangbehälter ausgestattet. Das Behältervolumen für trockenen Schmutz beträgt maximal 700 ml. Die Akkulaufzeit beträgt 10 bis 16 Minuten. Im Lieferumfang enthalten ist eine Fugendüse, die die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen erleichtert. Mit zwei Saugstufen, dieser Handstaubsauger ist mit zwei Saugstufen ausgestattet, wodurch sich die Saugleistung je nach Bedarf erhöhen lässt. Der Black & Decker Dustbuster BHHV315B ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet und soll laut Anbieter bis zum Ende der Akkuladung eine gleichbleibende Saugleistung bieten. Die dreistufige Ladezustandsanzeige zeigt den aktuellen Ladezustand und somit die verbleibende Laufzeit an. Die EcoSmart-Ladetechnik schaltet das Gerät bei vollem Ladezustand automatisch auf Erhaltungsladung und verhindert so eine Tiefenentladung, was die Lebensdauer der Akkuzellen erhöht. Für die Reinigung der angesaugten Luft ist ein dreistufiges Filtrationssystem bei dem stylischen Sauger zuständig. Optisch hebt sich der Black & Decker Dustbuster mit seinem dunkelgrauen Design und roten Akzenten von vergleichbaren Geräten ab. Die Abmessungen des gut 1 Kilo schweren Saugers betragen 40 x 20,3 x 16,5 cm, Länge, Breite, Höhe. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist AEG HX627BM Handstaubsauger. Bei dem AEG HX627BM Akkusauger handelt es sich um einen Handstaubsauger mit Powerboost-Motor und Ladestoppfunktion. Der Sauger arbeitet mit einem Zyklonfiltersystem, der für eine gleichbleibende und kraftvolle Saug- und Reinigungsleistung sorgen soll. Somit müssen sich Anwender nicht mit Beuteln auseinandersetzen. Der integrierte Auffangbehälter hat ein Fassungsvermögen von bis zu 500 ml. Die Akkulaufzeit beträgt 27 Minuten und der maximale Geräuschpegel 78 Dezibel. Der Akkusauger hat eine ausziehbare Fugendüse, die das Saugen an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht. Mit verstellbarer Ladestation, dieser Handsauger kommt mit einer flexiblen Ladestation, die sich zur Wandmontage eignet und in 5 Positionen fixierbar ist. Der Handsauger wird in der Single-Variante ohne Ladestation ausgeliefert, die sich automatisch ausschaltet, sobald der Akku vollständig geladen ist. Sie ist aber als Zubehör erhältlich und lässt sich über eine ebenfalls als Zubehör verfügbare Wandhalterung an einer Wand montieren. Der Handstaubsauger von AEG zeigt ein blaues Design mit Orange-Akzenten. Die Abmessungen belaufen sich auf 20,6 x 45 x 15 cm und das Gewicht liegt bei 1,13 kg. Was ist die Zyklontechnik? Ein Staubsauger mit Zyklontechnik erzeugt kreisförmige Luftbewegungen innerhalb seines Auffangbehälters. Diese sorgen dafür, dass die festen Schmutz- und Staubpartikel aus der angesaugten Luft herausgefiltert werden können. Daraus ergibt sich der Vorteil, dass Zyklonstaubsauger keine Staubbeutel benötigen. Sie arbeiten mit einem integrierten Auffangbehälter. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Tineco Floor One S5 Combo Handstaubsauger AEG HX627BM Handstaubsauger. Mit dem Tineco Floor One S5 Combo Handstaubsauger sichert sich der Hersteller einen der oberen Plätze und das mit einem guten Grund. Denn das Gerät, welches wir selbst testen konnten, ist mehr als nur ein Handstaubsauger. Mit wenigen Handgriffen wird aus ihm ein vollwertiger Nass- und Trockensauger inklusive Behälter für Frisch- und Schmutzwasser.
Es handelt sich um eine Variation des ebenfalls sehr beliebten und erfolgreichen Modells Tineco Floor One S5. Im Gegensatz zum großen Bruder ist der Akku mit einer Kapazität von 2500 mAh kleiner und auch die Frisch- und Schmutzwasserbehälter haben ein geringeres Volumen. 2-in-1 Gerät. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Tineco Floor One S5 Combo Handstaubsauger in einen vollwertigen Nasstrockensauger umbauen. Als Handstaubsauger hat der Floor One S5 Combo eine Laufzeit von bis zu 50 Minuten, was im Vergleich mit anderen Top-Geräten unserer Gegenüberstellung sehr hoch ist. Der Staubbehälter, der hier zum Einsatz kommt, hat ein Fassungsvermögen von 450 ml. Die Auswahl an Zubehör ist beim Handgerät etwas dürftig, es ist lediglich eine Staubbürste und eine Fugendüse dabei. Der Staubbehälter und die beiden Aufsätze finden im praktischen Zubehörhalter Platz, wenn der Nasstrockensauger zum Einsatz kommt. Leider ist der Akku nicht austauschbar. Umgebaut zum großen Nasstrockensauger funktioniert der Floor One S5 Combo von Tineco ganz ähnlich wie der große Bruder. Es gibt ein Schmutzerkennungssystem, welches dem Nutzer mittels Anzeige mitteilt, ob der gesaugte und gewischte Boden bereits sauber ist. Ein Sprachassistent steht ebenso zur Verfügung wie eine praktische App-Integration. Die Akkulaufzeit beträgt in diesem Modus 20 Minuten. Der Frischwasserbehälter hat ein Volumen von 0,5 Litern, der Schutzwasserbehälter fast 0,45 Liter. Eine Selbstreinigungsfunktion der großen Saug- und Wischbürste spült automatisch Schmutz, Haare und andere Ablagerungen aus der Bürstenwalze und dem Rohr heraus. Was bedeutet AirWatt? Die Hersteller von Staubsaugern standen vor dem Problem, wie sie die Saugleistung ihrer Geräte darstellen und vergleichbar machen können. Die elektrische Leistungsaufnahme in Watt ist ein Indiz, aber für den tatsächlichen Wirkungsgrad letztendlich wenig aussagekräftig. Billige Dichtungen, Lüfter und Kugellager können den Strombedarf in die Höhe treiben, ohne dass die Effizienz steigt. Die Lösung, die Kombination der elektrischen Leistung mit der Menge der durch das Saugrohr angesaugten Luft. Da Watt und Luft so in Beziehung gesetzt wurden, taufte die Industrie die neue Messeinheit AirWatt. Die Einheit setzt das Saugvolumen in Liter pro Sekunde und die Saugkraft in Millibar pro Sekunde bei einer bestimmten Saugöffnung ins Verhältnis, erzeugt der Unterdruck durch den Motor mal Luftdurchsatz geteilt durch Zehnten je nach Saugöffnung der Düse kann der Wert variieren, weshalb AirWatt leider keine hohe Aussagekraft für die Saugleistung hat. Next. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Der nächste Produkt ist Dyson V8 Handstaubsauger Tineco Floor One S5 Combo Handstaubsauger. Der Dyson V8 ist kein klassischer Handstaubsauger, sondern ein 2-in-1 Staubsauger. Das bedeutet, zwischen Motor und Saugkopf befindet sich ein langer Stiel, sodass sich dieses Modell mit dem Saugrohr wie ein herkömmlicher Bodensauger verwenden lässt. Die Mittelröhre des Saugers ist abnehmbar, sodass er bei Bedarf wie ein klassischer Handstaubsauger genutzt werden kann. Der Dyson-Sauger arbeitet mit einer Leistungsaufnahme von 425 Watt und einer Saugleistung von 115 AirWatt. Dank 2-Tier-Radialzyklotechnologie erzeugt der Sauger 15 Zyklone und damit starke Zentrifugalkräfte, die laut Hersteller mikroskopisch feinen Staub erfassen. Ein Staubbeutel ist nicht erforderlich. Das Kombigerät ist mit einem Auffangbehälter ausgestattet, in den bis zu 540 ml Trockenschmutz hineinpassen. Mit 2 Saugmodi, dieser Handstaubsauger arbeitet im Max-Modus für bis zu 7 Minuten mit maximaler Saugleistung. Der Powerful Modus eignet sich laut Hersteller für längere Reinigungsaktionen. Der Dyson Akku-Staubsauger hat eine Laufzeit von bis zu 40 Minuten und wird mit 6 Düsenaufsätzen ausgeliefert. Dazu zählen eine Elektrobürste mit Softwalzer, eine Mini-Elektrobürste für die Entfernung von Tierhaaren und tiefsitzendem Schmutz, eine Kombi-Zubehördüse, eine Fugendüse, eine Elektrodüse mit Direktantrieb und eine Extrasoftbürste. Gerade Tierbesitzer kommen hier voll auf ihre Kosten, um beispielsweise Katzenhaare zu entfernen.
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist bei dem Staubsauger ohne Beutel eine Wandhalterung mit Ladefunktion. So ist der Standstaubsauger jederzeit im Handumdrehen griffbereit. Laut Hersteller arbeitet dieser Handsauger mit einem waschbaren und hocheffizienten Filter, der Allergene aufnimmt und saubere Ausblasluft abgibt. Die Geräteeinheit des Dyson V8 Handstaubsaugers zeigt ein größtenteils in Grau gehaltenes Design mit blauen und roten Akzenten. Die Abmessungen betragen 21 x 25 x 124,4 cm und das Gewicht liegt bei 2,6 kg. Wie kann ich die Saugleistung eines Handstaubsaugers einschätzen? Die Saugleistung ergibt sich aus unterschiedlichen Faktoren. Die Leistungsaufnahme des Saugers spielt nur indirekt eine Rolle für die Saugkraft. Generell gilt, je höher die Wattzahl ist, desto mehr Energie steht dem Sauger für die Erzeugung einer hohen Saugkraft zur Verfügung. Dass Handsauger häufig mit einer niedrigen Leistungsaufnahme arbeiten, heißt nicht, dass sie keine hohe Saugkraft erzeugen können. Die tatsächliche Saugleistung hängt neben der Leistungsaufnahme von der Bauweise des Gerätes und Auffangbehälters, von der Art des Fußbodenbelags und dem Füllstand der Staubbox ab. Aus diesem Grund ist die Angabe der Saugleistung in Kilopascal nur als Richtwert zu betrachten, der nicht in allen Situationen erreicht werden kann. Im Zweifel sollten sich Verbraucher in den Erfahrungsberichten anderer Nutzer über die Saugleistung informieren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Tineco Pure One Mini S4 Smart Handstaubsauger Dyson V8 Handstaubsauger. Den Tineco Pure One Mini S4 Smart Handstaubsauger konnten wir selbst testen und uns von seinen vielen Vorteilen überzeugen. Mit einem Gewicht von nur 620 Gramm handelt es sich um ein vergleichsweise leichtes Gerät. Was die Akkulaufzeit und die Staubbehälterkapazität angeht, müssen wir im Vergleich zu anderen Geräten ein paar Abstriche machen. So beträgt das Volumen des Behälters nur 200 ml und die Akkulaufzeit beschränkt sich auf maximal 26 Minuten. Das ist nach unserer Erfahrung jedoch mehr als ausreichend, wenn wir den Verwendungszweck des Staubsaugers berücksichtigen. LOOP-Sensor-Ringanzeige, wie wir es bereits von anderen Staubsaugern des Herstellers gewohnt sind, ist der Tineco Pure One Mini S4 Smart Handstaubsauger mit einem Schmutzsensor versehen. Leuchtet dieser rot, hat der Staubsauger Schmutz erkannt. Leuchtet er blau, ist der Schmutz restlos beseitigt. Zudem steuert das Gerät anhand der Technik die Saugleistung selbstständig. Das kleine Gerät kommt als Retter in der Not zum Einsatz. Wenn die Kinder mal wieder Kakaopulver auf dem Küchentisch verstreuen oder die Brötchenkrümel vom Frühstück stören, ist der Pure One Mini S4 Handstaubsauger von Tineco schnell zur Stelle. Dank der Schnellladefunktion ist das Gerät schon nach etwa 2 Stunden einsatzbereit. Die im Lieferumfang enthaltene Ladestation sorgt dafür, dass sowohl der Staubsauger als auch das Zubehör aufgeräumt bleiben. Als Zubehör ist mit dabei eine Polsterdüse für Sitzmöbel und Sofakissen. Eine 2-in-1 Fugen- und Pinseldüse für schwer erreichbare Stellen und zum Abstauben von Oberflächen. Ein Haarreinigungswerkzeug zum Entfernen von Staub und Haaren auf der Bürste. Eine Ladestation. Der enthaltene HEPA-Filter ist waschbar und daher über einen längeren Zeitraum hinaus haltbar. Um Staub und Partikel aus dem Filter zu entfernen, einfach herausnehmen und einmal im Monat unter warmem Wasser ausspülen. Anschließend an der Luft trocknen. Der Hersteller empfiehlt, den Filter alle 6 Monate zu ersetzen. Die Entleerung des Staubbehälters ist einfach und schnell, denn per Knopfdruck öffnet sich der Behälter und der aufgesaugte Schmutz fällt in den Mülleimer. Somit haben wir uns bei unserem Test nicht die Hände schmutzig machen müssen. Next. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Der nächste Produkt ist Grundig VCH 9932 Handstaubsauger Tineco Pure One Mini S4 Smart Handstaubsauger. Wer sich für den Grundig VCH 9932 Handstaubsauger entscheidet, erhält einen 2-in-1 Staubsauger, der sich wie ein normaler Bodensauger verwenden lässt. Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 120 Watt.
Dank des Zyklonverfahrens verzichtet das Gerät auf einen Staubbeutel und ist stattdessen mit einem 500 ml Auffangbehälter für trockenen Schmutz ausgestattet. Das Gerät ist mit zwei Griffen ausgestattet. Der obere Griff ist klappbar, wodurch der Sauger wie ein klassischer Handstaubsauger genutzt werden kann. Der Grundig VCH 9932 wird mit vier Düsenaufsätzen ausgeliefert, einer Hochleistungselektrobürste für das Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen und Tierhaaren auf allen Bodenbelägen, einer Turbobürste mit LED-Leuchten für die Reinigung von dunklen Bereichen, einem Pinselaufsatz für die Reinigung von Textiloberflächen und einer Fugendüse für schwer zugängliche Stellen. Die Akkulaufzeit liegt bei bis zu 75 Minuten. Dank gut sichtbarer, vierstufiger Akkuanzeige gewährt der Grundig-Sauger eine gute Kontrolle des Ladezustandes. Die Saugkraft lässt sich in zwei Stufen verstellen und für die Reinigung der angesaugten Luft kommt ein HEPA-Filter zum Einsatz. Komplett in dunkelgrau gehalten, fügt sich der Akkusauger Grundig VCH 9932 unauffällig in den Haushalt ein. Wie funktioniert eine Elektrobürste? Elektrobürsten sind mit einem zusätzlichen Motor innerhalb des Aufsatzes ausgestattet. Dieser treibt eine Bürstenwalze an, die zuverlässig Schmutz auf harten und weichen Untergründen beseitigen kann. Damit eignen sich derartige Düsenaufsätze für die Beseitigung von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel Fusseln oder Tierhaaren auf Teppichböden. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Branson Handstaubsauger. Der Branson A303114 Handstaubsauger arbeitet beutellos mit dem Zyklonverfahren und mit einer Leistungsaufnahme von 85 Watt. Der integrierte Auffangbehälter bietet ein Fassungsvolumen von 500 ml für trockenen Schutz und als Nasssauger 100 ml für Flüssigkeiten. Die maximale Lautstärke dieses Handsaugers im Betrieb beläuft sich auf 75 Dezibel. Ausgeliefert wird dieses Modell mit einem Bürstenaufsatz für empfindliche Oberflächen, einer Fugendüse für schwer zugängliche Bereiche und einem Flüssigkeitsaufsatz für das Absaugen von Flüssigkeiten. Der Handsauger ist mit einem ergonomischen Handgriff und einer aerodynamisch geformten Düse ausgestattet. Die Akkulaufzeit des Branson A303114 beläuft sich auf bis zu 15 Minuten. Der integrierte HEPA-Filter sorgt bei dem Gerät für eine effektive Reinigung der angesaugten Luft. Die mitgelieferte Ladestation dient gleichzeitig als Halterung für den Handsauger und kann laut Hersteller mit einer Schutzfunktion positiven Einfluss auf die Lebenserwartung des Akkus nehmen. Optisch zeichnet sich der Sauger durch sein grau-weißes Design mit orangefarbenem Filter innerhalb des Auffangbehälters aus. Die Abmessungen betragen 12,5 x 12,5 x 40 cm und das Gewicht liegt bei 1,14 kg. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Bosch Move BHN14N Handstaubsauger. Der Bosch Move BHN14N Handstaubsauger arbeitet mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 125 Watt. Durch die Verwendung der Zyklontechnik benötigt dieser Handsauger keinen Staubbeutel. Das Gerät ist mit einem integrierten 0,5 Liter Auffangbehälter ausgestattet. Die Akkulaufzeit beträgt 12 Minuten und die maximale Betriebslautstärke beläuft sich auf 73 Dezibel. Es gibt Sauger, die ein wesentlich störendes Geräusch haben. Zur Reinigung der angesaugten Luft kommt ein waschbares 3-Filter-System zum Einsatz. Um was für eine Art von Filter es sich handelt, wird seitens des Herstellers nicht erwähnt. Im Lieferumfang des Bosch Move BHN14N ist eine Fugendüse enthalten, die sich für die Reinigung schwer zu erreichender Stellen eignet. Der Handsauger von Bosch hat eine Akkustandanzeige für den verbauten Nickelmetallhydrid-Akku. Dieser ist laut Anbieter umweltschonend und bietet eine gute Leistung. Der Bosch Move BHN14N kommt mit einem in Weiß gehaltenen Design daher und zeigt einen Auffangbehälter in transparentem Schwarz. Die Abmessungen liegen bei 13,8 x 11 x 36,8 cm, das Gewicht beträgt 1,2 kg. Was ist ein Nickelmetallhydrid-Akku? Der Nickelmetallhydrid-Akku ist baugleich mit handelsüblichen Batterien. Der Unterschied besteht darin, dass der Akku mehrfach verwendet werden kann. Diese Art von Akku wird wie eine normale Batterie in ein Batteriefach eingelegt und kann bei Bedarf aufgeladen werden.
Die Nickel-Metallhydrid-Akkus haben im Vergleich zu den älteren Nickel-Cadmium-Akkus eine rund doppelt so hohe Energiedichte und neigen nicht zum gefürchteten Memory-Effekt. Dieser sorgt dafür, dass der Akku bei zu früher Neuaufladung an Akkukapazität verliert. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Kleanix Handstaubsauger Bosch Move BHN14N Handstaubsauger. Trotz geringer Leistungsaufnahme von 25 Watt erreicht der Kleanix 121 Handstaubsauger eine Saugleistung von 6 kPa. Die Akkulaufzeit liegt zwischen 15 und 20 Minuten und die Aufladezeit beläuft sich auf rund 4 Stunden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Bürstenaufsatz für empfindliche Oberflächen, eine Fugendüse für schwer erreichbare Stellen und ein Flüssigkeitsaufsatz. Der Sauger kann sowohl Feststoffe als auch Flüssigkeiten aufnehmen. Dank Zyklontechnologie ist das Gerät nicht auf einen Staubbeutel angewiesen. Der Schmutz landet in einem integrierten Auffangbehälter, der Platz für 600 ml trockenen Schmutz oder 100 ml Flüssigkeit bietet. Der Kleanix 121 wird mit einer Ladestation ausgeliefert, die sich bei Bedarf an einer Wand befestigen lässt. Für die Reinigung der angesaugten Luft ist ein Permanentfilter verbaut, der sich mit einem arretierbaren Verschluss sichern und mit Wasser reinigen lässt. Der ergonomische Griff erleichtert die Handhabung des Saugers. Optisch fällt der Handsauger von Kleanix durch sein weißes Gehäuse und den in transparentem Blau gehaltenen Auffangbehälter auf. Die Abmessungen liegen bei 10x36 x 9,5 cm und das Gewicht beläuft sich auf 748 Gramm. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Bosch Universalvac 18 Handstaubsauger. Der Bosch Universalvac 18 Handstaubsauger kommt mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 105 Watt daher und erreicht eine Saugleistung von bis zu 9 kPa, womit sich das Gerät laut Hersteller für die Beseitigung von schwerem Schmutz eignet. Ein Staubbeutel ist nicht erforderlich. Das Fassungsvermögen des Auffangbehälters beträgt 500 ml. Mit Bodendüse und zwei Verlängerungsrohren. Dieser Handstaubsauger wird mit einer Bodendüse und zwei Verlängerungsrohren ausgeliefert. So lässt sich der kompakte Handsauger wie ein klassischer Bodenstaubsauger verwenden. Für eine komfortable Handhabung ist der handliche Bosch-Akkustaubsauger mit einem Softgrip-Bereich ausgestattet. Zusätzlich zu der Bodendüse wird der beutellose Kleinstaubsauger mit einer Fugendüse für enge Bereiche und einer Bürstendüse ausgeliefert, die sich laut Hersteller zum Beispiel für die Reinigung von Textilien eignet. Der Betrieb des Handstaubsaugers erfolgt mittels eines separat erhältlichen Lithium-Ionen-Akkus. Der Akku wird durch die Bosch Electronic Cell Protection geschützt. Diese erhöht die Lebenserwartung des Akkus, indem sie ihn vor Überlastungen, Überhitzungen und Tiefentladungen bewahrt. Die Ladezustandsanzeige zeigt den Ladezustand des Akkus an und ermöglicht ein kontrolliertes Arbeiten ohne plötzliche Stromunterbrechungen oder Ladeverzögerungen. Die Laufzeit beträgt beim Einsatz eines 2,5 Amperestunden Akkus bis zu 20 Minuten. Der verbaute Flachfaltenfilter wird für eine längere Lebensdauer und zur Vorbeugung von Verstopfungen von einem Vorfilter verdeckt. Laut Hersteller lässt sich diese zusätzliche Schutzschicht bei dem Akkusauger leicht reinigen. Wie es für Bosch-Geräte typisch ist, ist der Universalvac 18 im grün-schwarzen Design gehalten. Die Abmessungen liegen bei 38,8 x 14,8 x 21,2 cm und das Gewicht beträgt 1,3 kg. Was ist ein Flachfaltenfilter? Bei einem Flachfaltenfilter handelt es sich um eine großflächige, gefaltete Filtermatte, die sich direkt vor dem Auffangbehälter befindet. Diese Matten werden häufig als Filterlösung in Staubsaugern verbaut und eignen sich sowohl für groben als auch für feinen Schmutz. Der nächste Produkt ist Severin HV7144 Handstaubsauger Bosch Universalvac 18 Handstaubsauger. Bei dem HV7144 handelt es sich um einen leistungsstarken 148 Watt Handstaubsauger, der sowohl trockenen als auch nassen Schmutz absaugen kann. Die Zyklontechnik ermöglicht den Verzicht auf einen Staubbeutel. Der integrierte Auffangbehälter hat ein Fassungsvermögen von 200 ml für Trockenschmutz und 100 ml für Flüssigkeiten. Die Akkulaufzeit beläuft sich auf bis zu 18 Minuten und die maximale Betriebslautstärke liegt bei 79 Dezibel.
Ausgeliefert wird dieser Handsauger mit einem Bürstenaufsatz für empfindliche Oberflächen und tiefsitzenden Staub, einer Fugendüse für schwer zugängliche Stellen und einer Gummidüse für das Absaugen von Flüssigkeiten. Für das Auto geeignet, das 12-Volt-Ladekabel dieses Handstaubsaugers kann mit einem Zigarettenanzünderanschluss verbunden werden, womit sich dieses Modell in einem Auto aufladen lässt. Der HV7144 wird mit einer Wandhalterung ausgeliefert und ermöglicht eine Entleerung des Behälters auf Knopfdruck. Ein Überlade- und Tiefenentladeschutz soll den Lithium-Ionen-Akku vor einem vorzeitigen Verschleiß schützen. Ein Permanentfilter reinigt die angesaugte Luft von festen Partikeln und muss nicht ausgetauscht werden. Der Severin HV7144 kommt mit einem größtenteils in weiß gehaltenen Design und grauen Akzenten daher. Die Abmessungen belaufen sich auf 39 x 11 x 14 cm und das Gewicht liegt bei 863 Gramm. Achtung! Laut Hersteller eignet sich dieser Handstaubsauger nicht für die Beseitigung von Tierhaaren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Bosch Akku Staubsauger U-Series WAC, ein Akku, im Karton. Der U-Series WAC von Bosch ist ein Handstaubsauger mit einer Saugleistung von 4,2 kPa und einer Saugkapazität von 250 ml. Der aufgesaugte Staub und Schmutz landet in einer Staubbox, die sich laut Hersteller mit einem Knopfdruck ausleeren lässt. Egal ob Tierhaare, Krümel oder Sand, Bosch zufolge ist der kompakte Handstaubsauger eine gute Wahl für alle 10 Sekunden Saugarbeiten. Mit seiner Fugendüse saugt er auch an schwer zu erreichenden Stellen. Ladestandanzeige mit Bewegungssensor: Über die Ladestandanzeige lässt sich die verbleibende Akkukapazität leicht erkennen. Durch den integrierten Bewegungssensor schaltet sich die Anzeige beim Vorbeigehen automatisch ein. Das spart Strom, weil die Anzeige nicht dauerhaft aktiviert ist. Der U-Series WAC hat eine Akkulaufzeit von 10 Minuten und lässt sich innerhalb von 3 Stunden per USB-Anschluss aufladen. Der Akku ist herausnehmbar und eignet sich auch für andere U-Series-Geräte. Mit seinem schlanken Design liegt der beutellose Akkuhandstaubsauger laut Hersteller gut in der Hand und lässt sich leicht verstauen. Das Gewicht des kompakten Handstaubsaugers beträgt 610 Gramm. Der nächste Produkt ist Honitscher Handstaubsauger Bosch Akku-Staubsauger U-Series WAC, ein Akku, im Karton. Der Honitscher Handstaubsauger nutzt einen 135 Watt starken Hochleistungsmotor mit einer Saugkraft von bis zu 9500 Pascal und einer maximalen Geräuschemission von 70 Dezibellen. Der Staubsauger hat einen integrierten Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 2600 mAh und einer Schnellladefunktion. Der Akku hat eine Ladezeit von 4 bis 5 Stunden und kann anschließend laut Hersteller bis zu 30 Minuten in Folge genutzt werden. Der Handstaubsauger kann laut Honitscher nass und trocken verwendet werden und hat eine Staubaufnahmekapazität von 0,7 Litern. Mit 3 Düsentypen ausgestattet, der Honitscher Handstaubsauger ist mit 3 verschiedenen Düsentypen ausgestattet. Die Fugendüse ist für Schmutz in engen Räumen geeignet. Die Bürstendüse eignet sich sehr gut für Tierhaare. Die Verlängerungsdüse soll bei schwer zugänglichen Bereichen weiterhelfen. Der Handstaubsauger ist mit einem waschbaren Edelstahlfilter ausgestattet, der nach Angaben des Herstellers bis zu 99,97% aller Partikel mit einem Durchmesser von mindestens 0,3 Mikrometern filtern kann. Er ist wiederverwendbar und austauschbar und seine Lebenszeit soll der von 25 HEPA-Filtern entsprechen. Für die Sicherheit des Anwenders sorgen beim Handstaubsauger laut Honitscher ein integrierter Überhitzungsschutz, Überladungsschutz, Überstromschutz und Kurzschlussschutz. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Dirt Devil M137 Gator Handsauger. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Dirt Devil M137 Gator Handsauger. Der nächste Produkt ist Mike EV607 Handstaubsauger. Der nächste Produkt ist Mike EV607 Handstaubsauger. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren,
um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.